Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von The Park. Ja, ich muss eins vorweg schicken. Das Spiel soll wohl nicht so lange dauern. Die meisten haben es wohl so in 2, 2,5 Stunden durchgespielt. Deswegen nehme ich an, dass ich es am Stück hochladen werde. Aber da ich zuletzt ja ein kleines Problemchen hatte mit dem Rechner, die einen oder anderen haben es vielleicht mitbekommen, werde ich trotzdem immer wieder in Abschnitten meine Datei kurz abspeichern und das dann weiter aufnehmen. Das heißt, wundert euch nicht, wenn kleine Schnitte drin sein sollten, in Momenten, die mal ein bisschen ruhiger sind. Das ist einfach nur dem geschuldet, ja, dass ich auf Nummer sicher gehen will. Ich hoffe, dass das Spiel dann auch selbstständig speichert oder dass ich dann selber speichern kann. Das wäre natürlich am besten noch zusätzlich. Und eine Sache ist mir noch aufgefallen, ich kann leider, leider, leider die Musik nicht separat ausschalten. Das ist extremst ärgerlich. Ich hoffe trotzdem, dass ich es hochladen kann und dass nichts irgendwo geclaimt wird oder so. Und dass ihr in Ruhe das Spiel genießen könnt. Weil, ja, ihr kennt das ja mit den Copyright-Verletzungen und dass es da in der Vergangenheit schon diverse Probleme mit gab, obwohl alles freigegeben wurde von der Musik her, dass man trotzdem teils wochenlang darauf gewartet hat, dass dann die erste oder zweite Folge freigeschaltet ist, weil da irgendwo 10 Sekunden Musik drin waren. Und ich hoffe einfach mal, dass es jetzt nicht so ist. Ich habe auch in den Einstellungen das Ganze ein bisschen runtergeschraubt, dass es nicht ganz so laut ist, weil es ist wahnsinnig laut aktuell jetzt hier im Menü. Das werdet ihr aber auch noch mitbekommen, weil ja, gleich geht's dann wieder los mit der Musik und ich hoffe, dass euch die jetzt nicht auf die Ohren geht. Ich hoffe, ihr könnt mich überhaupt noch einigermaßen gut verstehen, weil es ist sehr, sehr früh am Morgen. Trotzdem musste ich heute schon damit anfangen aufzunehmen. Und ja. Ich hoffe, meine Quietschstimme am frühen Morgen macht jetzt nicht alles kaputt und ich hoffe auch, dass ich nicht allzu viel vorlesen muss. Lange Rede, kurzer Sinn, wir starten ein neues Spiel. The Park ist ein erzählerisches Erlebnis, das am besten in einem dunklen Raum mit Kopfhörern gespielt werden sollte. Die Thematik könnte auf einige Spieler allerdings verstörend wirken. Während des Spiels könnte sich The Park auf die Grafik- und Soundcontroller-Einstellungen auswirken. Funcom präsentiert. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Where's Mr. Bear? I haven't seen Mr. Bear, Callum. Stay in the car. I'll go and ask information. Ja, und damit geht es dann auch schon los. Ich weiß nur nicht, wo ich nach Informationen. Achso, doch da. Da suchen wir nach Informationen. Der Parkplatz ist abgeschottet. Okay, also sprinten können wir nicht. Ach, da hinten ist einer. Was sehr schade ist, mit anderen Tasten kann ich auch nichts machen. Hoch. Lorraine, don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath. Think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! I think your boy just ran into the park. I'll unlock the gates for you. Okay. Kann man da jetzt einfach so durch? Wait up there for Mommy, Callum. Come on this way.
Welcome to the park. Erste Errungenschaft. Nathiel Winter, welcome to the Atlantic Island Park. Okay. Das Einzige, was ein bisschen komisch aussieht... Ach, da oben ist er. Dass das alles so entsättigend ist. The entrance to an amusement park. A line drawn between the real world and the world of whimsy within. On this side, the apathy of our everyday lives. And on the other, anything we might dare to dream. It's no wonder Callum ran back inside. I wouldn't want to leave either. Attention employees, the park is now closed. Have a safe journey home. Okay. Das sah jetzt irgendwie ein bisschen seltsam aus. Oh God. The park. Ach, jetzt darf ich What laufen. Happened here? Sehr schön. Doch, ich muss es aber versuchen. Ich kann ihn echt nicht fangen. Wie lahmarschig ist die? Hallo? Oh, es sieht nicht gut aus. Sieht gar nicht gut aus hier. Oh. Okay. Noch sehe ich ihn, aber laufen darf ich nicht mehr. Ah, jetzt wieder. Ist natürlich extra so gemacht, damit wir ihn nicht finden. Ich befürchte auch so ein bisschen, dass es auf eine traurige Geschichte hinauslaufen könnte. Ist das nicht das Eichhörnchen von, ach, wie heißen die nochmal mit ihrer atomaren Katastrophe? Ich komme gar nicht drauf. Ein Betrunkener im Kostüm, genau. So, Chet the Chipmunk heißt sie im Atlantic Island Park willkommen. Chet ist in täglichen Eisschnitzereishows an folgenden Orten zu sehen. Gasse der Nebenattraktion, Oktotron und Parkeingang. Okay, das ist dann, wenn der hier rumläuft. Graffiti. Chet the Chipmunk macht nur Verdruss. Chet kriegt nie einen Schulabschluss. Chet wird wütend, liebt die Schlacht, wird besiegt in jener Nacht. Chet wird sicher arbeitslos, stirbt als Versager, das ist sein Los. Okay, oh. Ich dachte, so komme ich hier raus. Wie komme ich denn raus? Ah, okay, ich muss weiter unten klicken. Okay, jetzt haben wir nur das Problem. Ich denke mal nicht, dass ich hier rein kann, oder? Ey, ist auch für Frauen. Ich glaube nicht, dass mein Sohn hier... Ich denke mal, das ist mein Sohn. Dass der, Ach so, man muss das nicht gedrückt halten. Das ist zum Umschalten, wenn man laufen will. Hm. Wir können nur nach rechts, oder? Callum, stay where you are. Oder ist der hier drin? Bin mir nicht sicher. Wir sind im Tunnel. Das ist der Eingang. Ja. Mommy needs to see you, Callum. I'm not playing anymore, Callum. Callum? Okay, warum bewegt sich meine Umgebung so komisch? Und warum, soll ich jetzt rein oder soll ich jetzt weiter hochlaufen? Ich weiß es ja nicht. Ich würde ja sagen, er ist ja hochgelaufen, aber... Hm. Wir gehen jetzt einfach mal da rein, weil dann kommen wir ja eh wieder hier aus. Wo ist ein Eingang? Hier. Callum! Where did you go? Ja, ich würde gerne mitfahren. Jetzt. Hm. Wenn ich jetzt fahre, sehe ich ihn jetzt da hinten laufen.
Nee, anscheinend nicht. Können wir das schneller machen? Ich meine, es ist ja kein Vergnügungspark. Man sieht hier wahrscheinlich auch nichts mehr mitten in der Nacht. Near a great forest, there lived a poor woodcutter, his wife and his two children. A boy named Hansel and a girl named Gretel. They were very poor and had very little to bite or sup. Okay. What will become of us? The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest tomorrow and abandon them there. No, my wife, I cannot do that, said the man. Then we will all four starve, you fool. Hansel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. Do not fret, Gretel, Hansel said. He crept out of the hut and gathered white stones from the ground to fill his pockets. The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food that day. Clever Hansel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father leaves them, the children wait a while, then follow the trail back to their parents' house. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. Tomorrow I will take them into the woods myself, the wife told the woodcutter. In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again. Hansel broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. But hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed. Abandoned by their parents and unable to find the trail home, the children wandered in the forest for 3 days. The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread, and its windows were panes of clear sugar. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Nibble, nibble, little mouse. At my house. An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes. Oh, you dear children, who brought you here? Just come in and stay with me. No harm will come to you. But Hansel and Gretel stayed back, for the old woman reminded them of their cruel mother. Come, children, don't be afraid. I have something for you. The old woman offered them two enormous lollipops. The children took them and began to eat. You see, nothing to fear here. Come inside, the old woman urged, and the children, still licking their sweets, followed. Once inside the house, the old woman changed. She stuffed Hansel into a cage and put Gretel to work, sweeping and cleaning her hut. Your brother will make a good mouthful, the old witch told Gretel. Once he is fattened up, I shall
feast upon him. Time passed, and poor Hansel refused to eat, fearing the day that the witch would eat him. The witch, for her part, grew impatient. Today, I will cook and eat your brother, Gretel. Climb inside and light the oven. But Gretel pretended not to understand. I do not know how. Where is the opening? Fool, the old witch said. The opening is here. And she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove, and the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Gretel freed her brother Hansel, and together they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled and the witch was cooked. And then, because even children can't survive on sweets, they divided up the body of the old witch and ate her. Okay, Hänsel und Gretel mal mit einem etwas anderen Ende erzählt. Hallo, liebe Ente. Nette Ente. Ich glaube, ich muss hier raus. Ja, das ist mein Ausgang. Hallo? Wahrscheinlich erst hier, ne? Ich komme nicht raus. Achso, automatisch. Okay. So wirkt die Ente irgendwie wieder normal. Ja, also wir können jetzt schon sagen, dass irgendwas hier nicht so ganz mit rechten Dingen zugeht. Hansel und Gretel. I used to read it to Callum when the electricity was shut off. Those poor children. The whole world against them. The forest, the birds, the old witch, even their own parents. I used to imagine that Callum and I were the kids in that story. Not mother and son, but brother and sister, hand in hand against the unkind world. We were always hungry, looking for our own house made of candy, looking for the sweetness that could take the pain away. Hunger leads people to desperate, terrible places where the tree branches reach like claws. Okay. Also ich mutmaß jetzt mal ein bisschen, dass die Mutter nicht so wirklich viel Geld hat. Ich denke mal, Vater gestorben oder geschieden oder so. Another accident. This place. Das war doch bestimmt das Kaninchen. Wird der Atlantikpark trotz der ständigen Arbeitsunterbrechungen wie geplant seine Pforten öffnen? Der Gouverneur ist schon gebucht. Er stellt sich also nur die Frage, ob sich auch Gäste einfinden werden. Ich mache mir allerdings keine ernsthaften Sorgen. Die Besucher werden aus schierer Neugier kommen. Ich habe in den verbotenen Schriften von Archiresonanz positiver Emotionen für einen derartigen Prozess genutzt werden kann. Henderson selbst hat sich für Negative entschieden und das hat einen Teil des Makels bewirkt, der bis heute auf diesen Ort lastet. Ich werde seine Fehler nicht wiederholen. Oha. Stimmt, das ist Blut auf dem Beifahrersitz? Und wieso? Ich komme aber nicht zum Teddybär rüber. Wieso hat der ein Messer im Auge? Oh, so langsam mache ich mir aber doch mehr Sorgen um meinen Sohn hier. Ist hier irgendwo ein Serienmörder oder sowas? Mommy needs to see you, Callum. Was? Callum!
Du erwischt mich nicht, aber das war doch nicht seine Stimme. Mommy needs to see you, Callum. Kann das sein, dass er gar nicht hier ist? Kann das sein, dass die das träumt oder dass er vielleicht, ja, nur so eine Vermutung, dass er vielleicht irgendwie einen Unfall hatte oder so und dass das hier drin geschrieben war? Weil sie kann sich ja an diese ganzen Sachen hier erinnern. Oh, ich habe so ein ganz mieses Gefühl von der Story her. Ich habe so ein ganz mieses Gefühl, als ob die hier drin waren und dann war ein Unfall, wo er dann dran beteiligt war. Und ja, die Mutter erinnert sich jetzt daran. Ist vielleicht wieder hier oder wie auch immer. Kann ich hier was machen? Tempo erhöhen, Tempo senken. Das Problem ist, wenn ich jetzt da reingehe, startet das doch nicht automatisch. Ich kann nur senken. Also beziehungsweise ich kann jetzt nur noch das Tempo erhöhen. Ja? Ist hier vielleicht dieser Unfall passiert? Aber da müsste das Ding ja jetzt... I can't get on while it's moving. Hm. Keine Ahnung, ich komme hier nicht rein. Come out, sweetie. Hm. Muss man hier irgendwas machen? Kann man hier irgendwas machen, damit ich hier mit weiterfahren kann? Also mitfahren kann? Was ist mit diesen Dingern? Die kann man auch nicht benutzen, ne? Die große Frage ist jetzt, sollten wir hier hingehen? Callum, come back here right now. Das kam jetzt von rechts. Das ist eh kaputt, da können wir sowieso nicht... Ah, hier ist eine Seite. Kann ich nicht lesen? Hallo? Jetzt. Frustriert, dass die Pläne unvollständig zu sein schienen. Ich weiß genauso gut wie jeder andere, dass man die Spielregeln mit genügend Geld ändern kann. Aber egal, wie sehr Geld die Welt regiert, ich kann keine Pläne aus der Luft zaubern. Ich habe vergeblich versucht, die Organisation zu kontaktieren, die mir diese Pläne verkauft hat. Alle Kontakte, die ich hatte, haben sich ebenso in Rauch aufgelöst wie die Konferenzräume, in denen wir verhandelt hatten. Langsam beschleicht mich das Gefühl, ich wurde übers Ohr gehauen. Wir haben den Plänen so gut es ging weitergemacht. Den Erntemaschinen, den Transportmechanismen und so weiter. Ich werde Nikolas bitten, sich niedliche Namen für die Eröffnung des Parks auszudenken. Immerhin geht es um Fahrgeschäfte. Okay. Also dieses Zeichen bedeutet wohl, dass hier was liegen könnte. Nehme ich mal an, wenn das so aufbläht. Ah, ich habe hier echt ein mieses Gefühl. Vor allen Dingen, welches Kind läuft so weit vor? Treachery that lashes like a whip and scars our insides. The first time I saw Callum, my thoughts betrayed me. I looked down at this wrinkled, red, bawling thing and I thought, is that it? We build our world from expectations, and the world that I had built for Callum was no different. He was so real, so there, and so far from my expectations. They shattered, and as they fell in pieces, that one treacherous thought became a new foundation. All of the love that we shared, all of the warmth and goodness that followed, built on a single traitorous thought. Was zur Hölle bist du? Kann ich dir irgendwas machen? Nee. Okay. Ja, ich befürchte, dass dieses Spiel mich wahrscheinlich am Ende psychisch fertig machen wird. Oder jede Mutter wahrscheinlich, die jetzt zugucken wird. Constant crashes in 80s music. Guess it floats someone's boat. Okay, wie komme ich da jetzt rein? Moment. Wie kann ich durch? Sind da irgendwo irgendwelche Zettel oder sowas? Nee, ne? Ist auch kein Zettel. Okay.
Können wir irgendwo mitfahren? Fahren die mich jetzt gleich um? Eventuell? Ich meine, weiß es ja nicht. Da hinten hat einer Licht. Okay. Man sollte ja nie so einfach hier über die Bahn laufen. Unfallbericht. Okay. The Shakes. Take a ride on the bumper cars. Okay. Unfallbericht. Name des Mitarbeiters Francis Dufresne oder so. Datum und Uhrzeit des Unfalls, Zwischenfalls 15. Oktober 1976. Tätigkeit und Abteilung. Kranpersonal. Vorgesetzter Verantwortlicher Richard Stapleton. Zeugen, ist ja alles egal. Kurzbeschreibung des Unfalls beziehungsweise Zwischenfalls. Während des Transports der Autoscooters löste sich einer der Befestigungsriemen des Trucks, wodurch Francis, der den Fahrer einweisen wollte, unter mehreren Scootern begraben wurde. Ach du Scheiße. Francis wurde unter dem Gewicht der Scooter zerquetscht. Beschreibung der Verletzungen. Francis wurde getötet. Ja, gehe ich mal von aus. Hat der verletzte Mitarbeiter einen Arzt aufgesucht? Ja. Falls... Wie ja? Was ist das bitte für ein Bericht? Der Typ ist getötet worden. Der kann keinen Arzt mehr aufsuchen, so wie ich das verstanden habe. Falls ja, wurde vom Arbeitgeber ein Schadensersatzformular ausgefüllt? Ja. Anmerkung des Vorgesetzten. Dexter, sehr geile Serie übrigens, der Fahrer des Trucks behauptet, jemanden, der auf der Landung beim Lösen der Befestigungsriemen gesehen zu haben. Sonst ist niemand etwas derartiges aufgefallen. Der Sheriff hat Urinproben von Dexter angefordert. Okay. Der behauptet jetzt, dass der besoffen war oder was? Oder Drogen genommen hat? Wie hätte dieser Unfall-Zwischenfall verhindert werden können? Durch eine verbindliche Überprüfung der Riemen nach dem Transport sowie Drogenscans für alle Fahrer. Wurden die unsicheren Arbeitsbedingungen behoben? Nein. Ja, geile Voraussetzung. Unterschrift des Arbeitgebers oder Vorgesetzten, unleserliche Unterschrift, 15. Oktober 76. Zusätzliche Anmerkungen, da die hiesigen Arbeiter sehr abergläubig sind, war der Vorfall kontraproduktiv. Einige von ihnen weigerten sich seitdem zu arbeiten, bis ein Vertreter der örtlichen Kirche den Park begutachtet und die Geister exorziert. Okay. Alter, sonst geht's euch aber gut, ja? Achso, ich kann mich wieder bewegen. Sag das doch. Hallo? Bist du einer dieser Geister, die exorziert werden müssen? Oder heißt das nur, ich soll hier hochgehen? Wahrscheinlich soll ich hier nur hochgehen, ne? Hinten geht's noch weiter. Tell Mommy where you are. Ich weiß. Baby? Oh, lass mir jetzt hier bitte keine kleinen Kinder, also keine Babys irgendwie vor den Füßen rumlaufen. Ich hasse sowas. It's a matter of public record that I am a failure as a mother. Once, when Callum was very small, I left him asleep in the car while I ran an errand. Don't even remember what it was. When I came back, the sheriff was standing next to the car, watching my boy through the window. I didn't like what I saw in his eyes. Judgment. He wrote me the ticket without saying a word, just the scratch of his pen on the notepad. When he gave it to me, our eyes met. I know what you're going through. My daughter, Helen, she just gets some help. Help was a bolt of lightning. Help was 1,000 volts surging through my veins. Help is agony. I'd rather die. I wanted to scream. I'd rather you pulled your gun and shot me. But instead my mouth said, yes, Sheriff. Okay.
Weitere Verzögerung durch die Inkompetenz der Bauarbeiter. Das Problem ist, dass sie allesamt Einheimische sind und viele der Gerüchte über die Taten des alten Hendersons glauben. Sie sind mit diesen Geschichten aufgewachsen. Jedes Mal, wenn sich ein Bolzen löst oder ein Schraubenschlüssel verschwindet, bekreuzigen sich diese Idioten, weil sie denken, es wäre schwarze Magie im Spiel. Naja gut, aber es ist natürlich auch nicht normal, dass sich dann irgendwas löst. Dabei habe ich diesen Standort genau aus diesem Grund ausgewählt. Solomon Island ist ein Ventil für dunkle Energien und der Gedanke, dass all diese Macht hier einfach im Boden versickert. Davon bekomme ich Gänsehaut. Ich habe zu Hause in Brooklyn einige Gefälligkeiten eingefordert und jemanden in der hiesigen Akademie gebeten, nach interessanten Büchern über die örtliche Geschichte zu suchen. Offenbar gibt es tatsächlich und wie es scheint... Offenbar gibt es die tatsächlich und wie es scheint, hat der alte Henderson eine ziemlich starke Verbindung nach Brooklyn. Vielleicht hat er ja irgendwas geschrieben, das mir hilft, den fehlenden Teil der Pläne zu finden. Pläne, okay. Meint jetzt keine Pläne, um den Park hier zu bauen, nehme ich mal an. Okay. Gucken, ob wir da gleich rein können. Wir sind jetzt in dem verlorenen Teil. Gut, dass wir jetzt hier hingegangen sind, weil wir dann nämlich nachher noch hinten weitergehen müssen, nehme ich mal an. Gut. Ich denke, wenn diese Szene vorbei ist, werde ich auch einen kleinen Cut machen. Also keinen Grund zur Sorge. Es geht dann für euch sofort weiter. So, der sagt mir sowieso wieder, ich kann nicht, wenn ich nicht... sinken. Nochmal sinken. Nochmal sinken. So müsste ich dabei eigentlich rein, oder? Hallöchen. Nicht rufen gerade? Kommt der jetzt gleich hier vor mir? Wieso ist das hier eigentlich nicht abgesichert, Leute? Hallo? Da muss ich der Sicherheit aber mal Bescheid geben. Dad used to say that before Mom ran off. After that he mostly just drank. Things were different for Don and I. When we met, I was sweeping the floor at Susie's diner. He came in with some workers, but he didn't try to flirt or cop a feel like the others. He just ordered a coffee and sat there, watching me. When my shift was over, he offered to walk me home. I don't know how to describe that walk. We talked and laughed and eventually kissed. It felt like love. It felt like a fairy tale. I can't tell you if Callum was made that night or one of the ones that followed. But I think it has to be that night. That one perfect night. Don and I moved in together, but then, well, he died. According to the supervisor, his safety harness failed when he was working on the top of the Ferris wheel. Don was there one moment, and then gone. Sometimes people leave your life for no reason. I was 3 months pregnant with Callum. Fairy tale fucking over. Das heißt, ihren ja, Freund, ich denke mal nicht, dass sie in der Zeit geheiratet haben, hat sie auch schon wahrscheinlich hier dann verloren, auf diesem Parkplatz, Vergnügungspark. Das ist übel. Und ich befürchte immer noch, dass es so übel ist. Alter. Was? Ich wollte eigentlich sagen, ich befürchte immer noch, dass es so übel ist, dass sie ihren Sohn auch hier verloren hat. Was war das denn gerade für ein Kerl? Don't be afraid. Okay. Das ist nicht gut.
Wenn sowas hier liegt, das kann nicht gut sein. Kommen wir hier auch noch rum? Nee, das ist nur eine Sackgasse, ne? Alter, was ist mit dieser Birne passiert? Ticket. Ach. Ah, okay. Was war das? Ich kann mich aber bewegen, ne? Ach so, ich kann jetzt hier rum. Oh. Das ist gut und gleichzeitig doof, weil ich weiß ja nicht, ob ich bei dem einen weitergehen sollte. A lot of people idolize their children. You hear them talking about their kids and just the way they talk, their fucking voices make me want to vomit. My angel likes to read, and little Johnny is so good on the piano. Fuck those people! You give up 9 months of your life carrying them, you traumatize yourself giving birth to them, and then you spend the rest of your life as their slave. Wiping asses, mopping up piss, feeding them, little life-sucking monsters who take and take and take until... We all go insane. Any parent who pretends otherwise is just dishonest. That's called choice supportive bias. I am honest. Callum really grinds my gears, and he owes me everything. Everything. It'd serve the little fuck right if I just abandon him. Okay. Stay where you are. So langsam macht mir diese Mutter Sorgen. Das hört sich so ein bisschen nach Schizophrenie an. Ah ja, da wollten wir auch hin. Dann sind wir ja doch beim Richtigen. Die Frage ist nur, wie kommen wir jetzt hier... Kommen wir hier einfach so rein und durch und überhaupt? Ich wollte diese Geschichte schreiben. Ich habe nie gewusst, wie es vorher war. Okay. Bin mir aber nicht sicher, ob wir das tun sollten. Ich meine, hier ist ja gerade keiner, ne? Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir überhaupt in dem Park sind. Ich bin mir nicht sicher, ob wir irgendetwas von dem tun, was wir gerade tun. Das ist alles so ein bisschen verworren. What do you want? We need to talk about Callum. What do you mean? What have you done to him? That's insulting. You and your boy are everything that this place doesn't want. The antithesis of what we stand for. Where is Callum? The poor child. He tried so hard to do what he was taught. He even left you a trail of breadcrumbs. But the park is just so hungry. Tell me where my son is. Witch has him now. Has both of you. No happy ending here, I'm afraid. Just leave me alone. Fool. You always were. Kreißsaal. Okay, irgendwas mit not safe konnte ich lesen und taste your und dann war der Sohn da und wieder weg. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich hin muss. Ich weiß gerade gar nicht, was ich überhaupt... Oh Gott. So langsam nimmt das hier
ganz üble Züge an. Ist hier noch irgendwas drin? Oh ja. Es funktioniert. Die Berechtigungen und Anpassungen haben funktioniert. Die Transport- und Lagermechanismen scheinen makellos zu sein. Was für ein herrlicher Tag. Wenn diese Leute wüssten, was sie betankt haben. Und was soll's, wenn einige Leute den Park am Abend mürrisch verlassen? Was soll's, wenn die Kinder auf der Achterbahn eher Angst als Begeisterung empfinden? Das könnte die Tür zur Unsterblichkeit sein und derartige Türen öffnen sich nur Leuten, die willens genug sind, den Schlüssel zu suchen. Okay. Ich weiß gerade so gar nicht, was ich jetzt von dem Ganzen halten soll. Also bis gerade eben habe ich noch gedacht, okay, sie ist jetzt völlig verzweifelt und aufgrund dessen wird sie wahrscheinlich dann jetzt ihren Sohn hier suchen, obwohl der gar nicht mehr da ist, weil er schon tot ist. Das war eine Errungenschaft, okay. Kann ich die noch anmachen? Also mit F nicht. Okay. Aber ich werde sie wohl gleich brauchen, weil dann werden irgendwo die Lichter ausgehen oder was weiß ich, gehe ich mal stark von aus. Dann habe ich jetzt gedacht, die ist schizophren. Callum has bruises on his arms, finger marks. Someone has been hurting him. I've asked him, demanded really, to know where he got the marks. But he doesn't want to answer me. Something has scared him into silence. He doesn't dare talk. Mhm. He's been changing too. Something sinister lurks in the darkness behind his eyes. I catch him staring at me at odd moments. In the night, he tosses and turns and cries out words that I cannot understand. When I try to soothe him, he snaps and bites at my fingers. I think he wants to talk to me. I think he wants to tell me. But they are watching him every minute of every day. They are whispering to him in his sleep, changing him. They are taking my baby away from me. I can save him. And there will be pain. But I love him and in the end, he will understand why. Okay, also es klingt doch sehr extrem danach, dass die Mutter wirklich schizophren ist. Wahrscheinlich irgendwelche Aussetzer hat. Es gibt ja mehrere Arten von Schizophrenie. Es soll Persönlichkeiten geben, die miteinander kommunizieren können oder voneinander wissen zumindest. Und es soll Persönlichkeiten geben, die voneinander nichts wissen. Dann unterdrückt meistens die stärkere Persönlichkeit ja ihre Anwesenheit sozusagen für die andere. Für die nicht ganz so starke. Ich vermute, dass das auch hier der Fall ist. Dass sie ihm wehgetan hat. Oha. Dass sie ihm wehgetan hat und ja, jetzt halt nichts mehr davon weiß und er deswegen so ängstlich ist, wenn sie ihn darauf anspricht. Zuckerwattenleiche hinterlässt sauren Beigeschmack bei Parkbewohnern von Howie Laurel. Gestern Abend schockierte und entsetzte die Besucher des Atlantic Island Parks, der Fund einer verstümmelten Leiche hinter dem Zuckerwattenstand. Laut der örtlichen Behörden steht die Identifizierung der Leiche, bei der es sich offenbar um ein Kind handelt, noch aus. Oh. Die Leiche wurde von einigen Schülern der Innsmouth Academy entdeckt, denen zwei Raben aufgefallen waren, die hinter dem Stand auf etwas herumpickten. Nathaniel Winter, der Eigentümer des Atlantic Island Parks, hat in dies folgende Erklärung abgegeben. Wieso müssen die mal Winter heißen? Der Vorfall ist eine wahre Tragödie, noch dazu an einen Ort, der den Menschen Freude und Spaß bringen soll. Die Mitarbeiter des Atlantic Island Parks drücken der Familie und den Freunden des Opfers ihr aufrichtiges Beileid aus und werden die Behörden in vollem Umfang bei der Aufklärung des Falls unterstützen. Der Solomon Chronicle wird täglich über den Stand der Ermittlungen berichten. Oh Mann. This isn't a game, Callum. Don't let the witch put me in the oven. Alter. Ich höre hier irgendwelche Schritte um mich rum. Ich komme mal vor wie ein DBD mit Chucky.
Da hat man dann auch immer irgendwelche Schritte und sieht dann auch die Schritte. Und hört den dann teilweise auch lachen. Was ist denn das? Also sowas hasse ich ja immer, bin ich ganz ehrlich. Wenn ich Schritte höre und nicht sehen kann, warum, wieso, weshalb. Okay, hier in der Mitte ist anscheinend nichts. Es leuchtet hier so auffällig. Das hört sich auch so auffällig an. Okay. Poor bastard. Who did this to him? Ja, hallo? Achso, ich muss klicken. Der Clown war's. Ach, da kann ich nicht rein. Alter! Willst du mich verarschen? Ich drehe mich hier um und kann nicht weiterlaufen. Da steht dieses Viech vor mir. Oh Gott. Aber wo soll ich jetzt hin? War das eben auch schon so? Oder hat sich das jetzt verändert? Ich bin mir nicht sicher. Oder kann ich hier einfach so aufmachen? Nee, ne? Naja, sieht nicht so aus. Oder muss ich jetzt nochmal zur Leiche? Aber die habe ich doch schon untersucht. Ich kann noch nicht mehr... Doch, jetzt kann ich laufen. Eben durfte ich nicht. Hallo? Hallo, Clown. Hallo, Tür. Vorne ist auch immer noch zu. Callum? Callum! Als ob der das von hier ruft. Ist der zum Teddybären geworden vielleicht? Muss ich hier noch andere dunkle Gassen erkunden? Geh ich nochmal hier hin? Ah, Moment, jetzt kann man hier irgendwas machen. Da stand gerade was. These are mine. Dachte ich mir schon. Da will ich nur mal kurz einen Schluck nehmen, zu trinken und finde mich hier auf dem Klo wieder. His daughter is hot. Okay, das hat also nichts mit mir zu tun hier. Not safe, the leak, say no to graffiti, your mother. 1980. Ach man, konnte ich nicht 1981 schreiben, da bin ich geboren. Don't believe, anders geschrieben. Anything you, they tell you, stop it. Okay. Are you better off than you were? Regen 80, okay. Schmeiß einfach mal weg. Don't leave me here, Callum. Oh, hi. Du würdest mich nicht gehen lassen, oder? Bevor ich die Sachen hier alle angeguckt habe. Oder muss ich zu dir gehen? Ich bin mir nicht sicher. Alter! Ich hab dir doch nichts getan. Hallo? Mr. Chipmunk. Forgive me, Callum. Die Leiche liegt immer noch da, das ist gut. Das heißt, sie ist noch nicht aufgestanden. Muss ich da eigentlich gegenlaufen oder so? Ich bin mir nicht sicher. Hallöchen, was macht der Teddybär hier? Lalala. Kann ich springen? Nee, schade. Leider nicht. Muss ich die Dinger hier alle kaputt machen vielleicht? Oder? Wusch. So. Damit ich dann zum Ausgang komme.
I'm sorry. Guten Tag. Moment, er ist jetzt hier irgendwo. Wo ist er denn jetzt hingelaufen? Bing. Erstmal voll gegen. Frickt Punks. Pickt. Picklet. Picklet Punks, glaube ich. Ich kann es nicht lesen. Das ist so komisch. Ah, die Tür ist offen. Ich bin da mal weg. Don't leave me here, Cal. Scheiße, oder auch nicht? Finde die Pillen. Das war die Errungenschaft, die gerade aufgeplöppt ist. Scheint aber irgendwie Drogen gewesen zu sein. Also, so wie ich hier rumgelaufen bin gerade, glaube ich, waren das keine Medikamente. Ich glaube, da hat mir einer Drogen untergeworfen. Park is a collage of contradictions all of its own. Millions of people die every year in car crashes. And the park has little cars designed specifically to simulate that action. Hear the children scream with joy. In the sideshow alley, you can walk away with 15 cents worth of mass-produced Chinese teddy bears while a grinning carny pockets your hard-earned $5. And what secrets lie beneath the sullen waters of the lake? The tears of jilted lovers, the soiled condoms of illicit affairs, the clotted blood of the lonely suicide. And the face of the witch looms over it all. I've always despised her toothy grin and warty nose. I hate that sparkle in her weathered, watchful eyes. I think Callum is waiting for me. Inside. Okay. Moment, hier ist der Eingang. Hier hätten wir eigentlich reingekommen sein müssen. Aber hier sind wir doch nicht gestartet. Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Guten Tag, du siehst irgendwie nett aus. Ich gehe jetzt mal einfach hier weiter. Weil da müsste ja theoretisch hier der Teil das mit den Schwänen gewesen sein. I can help you, Callum. Follow the breadcrumbs. Aber das ist ja offenbar irgendwie so ein Gruselkabinett oder so. Ach doch, Moment, da sind wir gestartet, natürlich. Und dann sind wir hier links, sind wir ihm hinterhergelaufen. Carrie Killian ist Satans War. Will ich wissen, was War ist? Ich denke mal, das ist ein Schimpfwort, oder? Sollen wir hier rein? Können wir hier rein? Okay. Also, es ist richtig, dass die Taschenlampe dann automatisch angeht. Ich habe eigentlich gedacht, dass das in den normalen Räumen auch schon so ist. Enter the House of Horror. Ja, das befürchte ich auch. Weil so langsam habe ich nämlich das Gefühl, dass jetzt der Horror beginnt, weil es jetzt komplett dunkel wird und ich gar nichts mehr sehen kann. Oh, ich hasse diese Spiele, wenn man nur mit der Taschenlampe bewaffnet ist sozusagen. Moment, hier war gerade irgendwas, was ich lesen sollte. Da. Da. Erledigt. Der Atlantic Island Park hat seine Tore geschlossen. Als wir das schwere Vorhängeschloss anbrachten, versammelte sich eine johlende Menge vor den Toren. Engstirnige Narren, die fürchteten, was sie nicht verstehen. Meine Maschinen mögen schweigen, aber ich gebe mich nicht geschlagen. Ich habe meine Frau und meinen Sohn nach Boston zurückgeschickt und mich hierher zurückgezogen, in das Haus der Schrecken. Ich muss nachdenken. Das ist aber nicht der Kerl, mit dem wir verheiratet sind, oder? Und Werwolf liegt hier auch. Es ist so langgezogen, sieht so nach einem Werwolf aus irgendwie. Das ist das, was wir am Anfang gesehen hatten. Hallo? Hallo? Okay, da ist nichts Auffälliges auf den Bildern zu sehen. Ja, dafür sind diese Dinger ja da. Damit sie einen gruseln lassen. Willst du mich verarschen? Ich wollte gerade hier rechts reingucken. Aber ich sehe da nichts. Kommst du denn her? Show yourself.
given to me. Was bist du denn für einer? Guten Tag. Sieht aus, als ob der ein bisschen verärgert ist. Hier steht auch schon wieder einer. Hier flackert's, hier passt. Wir können uns... Ach nee, nicht das erste Mal selber sehen in der Anfangs... Oh, er ist weg. In der Anfangssequenz, da waren wir ja auch zu sehen, genau. Aber es ist ein Spiel, wo wir ein Spiegelbild haben. Von sowas bin ich immer sehr positiv angetan. Hallöchen. Solange ihr nicht auf mich losgeht hier, ist alles gut. Ist hier was zu lesen? Stehen bleiben, ja? Okay, das ist ein Spiegel. Alter, ich habe gesehen, dass du umgefallen bist. Das hat mich jetzt nicht so erschreckt, wie wenn das passiert wäre, wenn ich gerade dran vorbeigelaufen wäre. Aber ein netter Versuch. Was ist mit dir? Pinky the Brain, du willst die Weltherrschaft übernehmen. Da hinten sind auch schon wieder... Haben die hier irgendwelche Probleme? Ist hier vielleicht Giftgas ausgetreten? Dass sie ja alle diese Dinger anhaben und ich bin deswegen verrückt geworden oder so. Das kann natürlich auch sein. Ich wollte gerade noch sagen... Ah ne, die haben sich aber nicht gedreht, sondern die sind von zwei Seiten so, ne? Okay. Guten Tag, der Herr. Können Sie mir vielleicht irgendeinen Hinweis geben, was ich hier eigentlich mache? Weil der Teil ist jetzt irgendwie sehr seltsam. Der ist zwar schön so für den Horror-Effekt, aber ganz verstehen tue ich es nicht. Kann man da was machen? Ach, das war meine Taschenlampe. Ich dachte, da wäre ein Punkt. Was machen Sie denn schon wieder hier unten? Sie waren doch gerade noch oben. Fallen Sie mir jetzt bitte nicht auf den Kopf. Weil zweimal das gleiche wäre nicht so gut. Moment, wo kann ich denn? Ich kann hier hin und da hin. Das ist eine Sackgasse. Da können wir noch weiter. Da ist, glaube ich, auch Sackgasse. Ne? Dann gucken wir hier mal kurz, ob hier irgendwas ist, was man lesen kann. Bewegungsmelder. Licht geht an, wenn ich vorbeikomme. Ach, hab ich mich jetzt erschrocken. Das war ich selber. Du springst hoch. Ja, war mir klar. Dich habe ich doch schon gesehen. Alter Saftsack. Die Frage ist, gehen wir hier wieder zurück? Eigentlich nicht, ne? Das ist alles neu. Ich will jetzt hier nur nichts liegen lassen. Das ist jetzt mein Problem. Wenn jetzt hier irgendwo noch was kommt, was ich noch lesen kann. Hier in der Ecke ist nichts. Ist das hier eigentlich immer? Sollen das Klamotten sein, die die Leute... Was bist du denn? Zombie Nummer 43 oder was? Ja, passabler Erschrecker. Wenn ich nicht schon vorher das Ding unten am Boden gesehen hätte. Oh, er macht mir den Weg frei. Sehr schön. Ja, kein Thema. Passiert immer wieder, dass irgendwelche unheimlichen Gestalten plötzlich aus irgendeiner Ecke rauskommen und in irgendeiner Ecke wieder verschwinden. Beziehungsweise in einer Tür. Kann ich hier noch was lesen? Hello? Dann hätte ich vielleicht jetzt doch den einen Raum vorher noch abgehen sollen. Scheiße. Ich wette mit euch, dass genau in diesem Raum jetzt irgendwas drin ist, was mir als Errungenschaft dann fehlt. Das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. Das war nur aus den schönen Zeiten, nehme ich mal an. Ach komm, Nightmare-Zirkus. Zirkus der Albträume. Ein Zirkus brennt am Tag der Premiere nieder. Dutzende Tote. Der Besitzer wird von einer aufgebrachten Menge getötet und stößt einen Fluch aus. Jetzt kommt Rabe, ein Wanderer mit dunkler Seele, in der Abend...
Abdämmerung in die Ruinen, um seine verschwundene Mutter zu suchen. Vorhang auf. Okay. After they let me out, they gave me Callum back and sent me home with a handful of breadcrumbs. Home bit a sweet home. I barely recognized it. Where there had been color and light, there were shadows and regrets. Where there had been warmth, there was a bone-deep coldness that never went away. I tried my hardest to keep the ghosts at bay. Don, watching from the dusty corners while I tried to teach his son to read. My father, coldly assessing me and finding me lacking. I devoted myself to Callum and did the things that they told me. It will get better, they said. Every day will be a little better than the last. I'm in the woods now, lost and afraid. Things never got any better. Ich dachte gerade, hat sich was bewegt. Abschaltungshinweis. Nach mehreren vergeblichen Einzugsversuchen bedauern wir Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihre Stromversorgung abgeschaltet wurde oder in Kürze deaktiviert wird. Bitte gehen Sie folgendermaßen vor. Gleichen Sie die jüngste Rechnung, kontaktieren Sie uns, damit wir einen Zahlungsplan vereinbaren und die Stromversorgung umgehend reaktivieren können. Zweitens, liegt Ihnen Ihres Erachtens ein Fehler vor, kontaktieren Sie uns bitte, um weitere Vorgehensweisen mit uns zu besprechen. Drittens, können Sie die Zahlung nicht leisten, wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Sozialamt, um eine mögliche Finanzhilfe aus öffentlicher Hand zu beantragen. Der Winter in Maine ist kalt und brutal. Stellen Sie sich ihm nicht ohne Strom. Okay. Das ist ein Baum. Das sieht mir so nach Kinderzimmer aus. Wie hieß er nochmal? Callum? Ist auch nichts drin, ne? Nee. Sind wir jetzt hier eventuell da, wo sie ihn besucht hat? Oh, weg war's. War doch gerade noch was Weißes. Mama und ich im Auto. Beim Spaziergang. Wahrscheinlich Enten gefüttert. Gut, man weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich ihr Haus war. Da ist noch eine Puppe. Das heißt nichts Gutes. The Wilding. Das Welken. Ach so, das steht vor der Rückseite. Jetzt sehe ich das erst. Mit diesem Roman festigt Susanne Escombe ihren Status als eine der besten Science-Fiction-Autorinnen. Das Welken. Eine Sonneneruption hat die Erde getroffen. Millionen von Menschen sind obdachlos. Ein junger Meteorologe sucht verzweifelt nach einem Weg, die globale Erwärmung aufzuhalten. Eine Stripperin namens Chance O'Hara ist der Schlüssel für die Rettung der Welt. Und das nicht zum ersten Mal. Dynamisch, aufregend, bombastisch und so weiter und so fort. Ja. Keine Ahnung. Achso, ich wollte gerade sagen, er sitzt auf dem Klo, aber das ist beim Zahnarzt. Nee, beim Zahnarzt nicht, beim Arzt, ne? Er hat eine Spritze, glaube ich, in der Hand. Könnt ihr mal warten, bis ich hier fertig geguckt habe? Das Kratzer hier? Die zwingen mich nicht dazu, das anzugucken. Was ist das denn? I love you from Callum. Kann man auch nicht umdrehen? Muss ich das eigentlich... Ich muss das nicht gelesen haben extra, ne? Damit das irgendwie registriert wird oder so. Packung Zigaretten. Okay, hat der Junge jetzt geraucht? Gehe ich mal stark von aus. Oh, hier sieht es aber nicht so toll aus. Da waren die wohl im Zoo. Da hat ganz viele verschiedene Tiere gemalt. Nicht vergessen, Callum abgeben, Stromrechnung, Wasserhahn reparieren. Ja, das ist ja eine geile Auflistung. Nicht vergessen, mal eben meinen Sohn abgeben. Und die Stromrechnung. Schraubenschlüssel. Sollten wir den nicht vielleicht mitnehmen? Ich meine, wobei, wenn das Geister sind, wie die ja gesagt haben, wegen dem Exorzismus, stand hier eben auch schon im Kühlschrank, dann glaube ich, wäre das eh egal.
Kommen da jetzt gleich Maden raus oder so? Da können wir noch rein. Gucken wir erstmal, was da ist. Okay, können wir nicht rein. Ach, wir können ja an allen Türen rappeln. Ach so, okay. Fernseher. Erstmal das Bild angucken. Eine Schiffsreise. Okay. Miss Millard, wie bei unserem heutigen Treffen besprochen, betrachten wir sie als vollständig geheilt. Okay. Dieser Brief ist die offizielle Bestätigung ihrer körperlichen und geistigen Gesundheit sowie ihrer uneingeschränkten Arbeitsfähigkeit. Sie sollten daher alle bisher eingenommenen Medikamente absetzen und mögliche Restbestände entsorgen. Im Fall eines Rezidivs wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren örtlichen Psychologen. Also eines Rückfalls, denke ich mir mal. Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute. Dr. Spencer. Können wir uns hier was angucken? Don't leave me. Da scheint er in der Schule zu sein. Oh, hier ist noch ein Brief. Lorraine, ich habe diesen Brief erhalten und bin etwas überrascht. Du bist mit deinem Vater vor all den Jahren durchgebrannt und total von der Bildfläche verschwunden. Als ich dich dann endlich aufgespürt hatte, hast du nicht einen meiner Briefe geantwortet. Und jetzt bittest du mich um Hilfe? Ich habe mittlerweile eine andere Familie und ein anderes Leben. Dein Vater war ein schrecklicher Mensch und ich bereue die Jahre, die ich mit ihm vergeudet habe. Dich habe ich wirklich geliebt. Aber du wurdest ihm mit den Jahren immer ähnlicher. Du warst immer sein Mädchen. Nie das meine. Trotzdem hätte ich um das Sorgerecht gekämpft, wenn du nicht mit ihm weggelaufen wärst. Das hat mir das Herz gebrochen. Aber ich musste irgendwie weiterleben. Ich kann dich nicht in mein Leben zurücklassen, ohne alte Wunden zu öffnen. Es tut mir leid, Lorraine. Aber ich kann das einfach nicht. Vielleicht wird es eines Tages leichter und ich kann Caleb treffen. Aber noch ist es dafür zu früh. Ich kann dir noch nicht vergeben. Bitte hör auf, mir zu schreiben. Karen. Okay, das ist offensichtlich die Mutter. Die haben so ein schlechtes Verhältnis, weil die ja abgehauen ist, sag ich jetzt mal. Beziehungsweise, nee, die Tochter ist ja abgehauen, hat sie ja gesagt. Dass sie mit Vornamen sogar schreibt, das ist schon... Miss Millard, unsere Prüfung der Vermögenswerte von Mr. Donald Williams ist abgeschlossen. Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass als Hauptbegünstigte seines Nachlasses, einschließlich der abgeschlossenen Risikolebensversicherung, die Eltern des Verstorbenen namens Rose und Richard Williams aus New York genannt werden. Unsere Kanzlei hat sich mit Mr. und Mrs. Williams in Verbindung gesetzt, um ihre Situation, insbesondere hinsichtlich der Geburt von Donalds Sohns Caleb, darzulegen. Unglücklicherweise reagierten sie auf unsere Bemühungen ablehnend und erklärten, ohne rechtsgültigen Beleg der Vaterschaft hätten sie ihres Erachtens keinerlei Ansprüche auf Donalds Erbe. Überdies haben sie uns aufgefordert, sie in dieser Angelegenheit nicht mehr zu behelligen. Ich bin mir der negativen Auswirkungen dieser Entwicklung auf ihre finanzielle Situation durchaus bewusst, hoffe aber, sie haben Verständnis, dass ich diesem Brief eine Rechnung für unsere geleisteten Dienste beilege. Hochachtungsvoll, Edward Stapleton, Rechtsanwalt. Kann man sich das angucken? Das ist so dunkel. Also das ist er mit der Mutter und ich weiß nicht, wer die beiden dunklen Gestalten da drüber sind. Ach, da geht's wieder runter. Mann. Ach, der gleiche Trakt, okay. Gleiches Zimmer auch wieder? Laufe ich jetzt hier im Kreis? Ja, ne? Das ist wieder der Zirkus. Diesmal haben wir aber die Tabletten hier. Take two tablets. Ah, soweit ich weiß, soll man aber immer eine nehmen. Es hat sich schon ein bisschen was verändert. Oder ich habe die Tabletten beim ersten Mal nicht gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Ja, das haben wir auf jeden Fall noch nicht gelesen. Lorraine,
Es läuft im Moment nicht gut zwischen uns, ich weiß das. Lass mich versuchen, es dir zu erklären. Ich denke, es liegt daran, dass ich so weit von zu Hause weg bin und so hart arbeite. Es wird mit jedem Tag, den ich im Park arbeite, schlimmer. Als würde eine Feder in meinen Verstand immer stärker gespannt. Okay, das ist also vom Mann. Wenn wir nach der Arbeit was trinken, wird es etwas besser. Dann entspannen sich die Jungs. Wir lachen und sind wieder gute Menschen. Ich will nicht nach Hause kommen, ohne bei klarem Verstand zu sein. Aber wenn dieser Job erledigt ist, müssen wir von hier verschwinden. Wir müssen zurück in die Stadt, damit ich dieses Gefühl loswerde. Ich liebe dich, Donald. PS, ich habe mir Gedanken wegen eines Namens gemacht. Falls es ein Junge wird, fände ich Calum gut. Oder Emma, wenn es ein Mädchen wird. Und ich vermute mal, der ist dann gestorben, bevor das Kind da war. Haben wir den Zettel eben nicht gelesen? Weil das ist halt genau das Gleiche. Oder ist das tatsächlich neu? Hunger? Die wahre Geschichte von Holodomor. Im Frühling des Jahres 1933 hatte das gesamte ukrainische Volk nichts zu essen. In den folgenden Monaten wurde die Lage kritisch und in den höheren Gremien der Regierung häuften sich die Berichte über eine flächendeckende Mangelernährung. Die Leute hatten kaum noch zu essen und zu trinken. So begann eine der größten Hungertragödien, die die Welt je gesehen hat. Nun hat unser Gremium aus Ukraine-Experten überzeugende Beweise entdeckt, die belegen, dass die Familien gezwungen waren, sich auf Kannibalismus zu verlegen. Deswegen wahrscheinlich die Geschichte von Hänsel und Gretel, um diesen schrecklichen Winter zu überleben. In diesem erstmals veröffentlichten Exposé erfahren sie, wie die hungernden Eltern ihre Kinder kochten und verzehrten, um nicht zu verhungern. Oh bitte, nein. Lesen Sie jetzt die schockierende, wahre Geschichte. Oh, bitte nein, sag mir nicht. Sag mir nicht, dass wir jetzt unser eigenes Kind hier gegessen haben. Show yourself. Calum, warum stehst du da so? Die Tür zu knallen. Kleiner Mistkerl. Nein. Okay, müssen wir jetzt immer wieder die Runde laufen, oder was? Leave me alone! Mit Quack, Quack, Quack. Okay, ich hasse Kinderlieder in Horrorspielen. Jetzt ist es offiziell. So. Durchlaufen durch den gleichen Trakt, Teil 3. Jetzt passiert doch irgendwas, oder? Oha. Ich glaube, jetzt sind wir an der Psychoseite angekommen. Also quasi alles, was vorher drin war, ist jetzt zerstört, nehme ich mal an. Der Zettel ist weg. Also die waren anscheinend wirklich neu. Die Kappe ist weg. Ne, die Kappe liegt hier. Oh, die Kappe ist blutüberströmt. Oha. Der Würfel hat irgendwelche komischen Buchstaben drauf. Hörlei. Yes. Hör, cry. See, hör, try. Okay. Oha. Jetzt sind sie im brennenden Auto. Brennend Tiere am Füttern. Eieiei. Die Puppe ist auch noch geköpft worden. Man sieht die Details. Das war das Buch, ne? Ja, ja, das war das Buch. Oh, ja, ja, ja. Ist das jetzt ihr Kopf? Hier unten?
Oder ist das jetzt quasi nachdem das passiert ist, was ich denke, was passiert ist? Jetzt haben wir eine andere Einkaufsliste. Nicht vergessen, mehr Pillen. Tickets für Atlantic Park. Wieder das brennende Auto. Oh je. Ich habe gerade kurz gedacht, da ist ein Kopf im Ofen drin. Ich werde auch schon hier psychisch total bekloppt, habe ich so das Gefühl. Je öfter ich hier durchlaufe. Blutiger Stuhl. Beziehungsweise der Stuhl blutet natürlich nicht. Das Schiff. Brief ist der gleiche, nehme ich mal an, oder? Ja, ja, der Brief ist der gleiche, aber es steht, I didn't run away. Ich bin nicht weggelaufen. Dad hat mich mitgenommen. Das heißt, die Mutter hat das auch nicht so ganz mitbekommen, was wirklich passiert ist, oder wie? Okay, da ist dieser komische schwarze Mann, der anscheinend für all das hier verantwortlich ist. Vierte Runde. Können wir vielleicht meine Auflösung jetzt bekommen? Oha. Leute, ich habe am Anfang gesagt, ich hasse es, wenn in so Spielen Puppen oder ähnliches mit dabei sind. Das hatten wir schon, naja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich denke mal, das symbolisiert ja, das tote Kind. Und eventuell haben wir den auch ein Auge ausgestochen. Ich bin mir nicht sicher. Weil der Teddybär hatte ja auch schon das Messer im Auge drin. Ich werde wahrscheinlich gleich einen Zusammenbruch kriegen, nehme ich mal an. Das ist wieder das Gleiche. Was flackert denn da jetzt? Und das ist wieder die blutige Kappe, die hatten wir schon mal. Das ist ein Baby, was am Trinken ist oder was? Habe ich auch noch ein Alkoholproblem gehabt? Ich weiß es nicht. Alkohol- und Tablettenproblem, so wie es aussieht. Oh, da ist ein Baby gerade im Ofen am Braten. Vielleicht haben wir doch Hänsel und Gretel nachgespielt. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Ja, es war klar, dass jetzt da hinten die Tür aufgeht. Bild untersuchen. Welches Bild? Achso, hier das. Ach, das war dieses I love you-Bild da. Okay. Ich ahne echt das Schlimmste jetzt. Hallo? Achso, ich kann mich drehen. Okay. Läuft der jetzt von mir weg oder läuft er mir gerade entgegen? Ach, das ist die Tür. Ich denke mal, da muss ich rum. Nee, da darf ich wieder nicht rum. War ja klar. Ach, Leute. Ja. Schätze, du wirst sie nicht mehr finden. Die wievielte haben wir jetzt schon? Die fünfte Runde? Oh je.
Ich nehme mal an. Ach, da sind die Puppen. Aha. Okay. Ich will jetzt hier nichts übersehen, deswegen gucke ich jetzt hier nochmal extra. Ach, hier kommt überall Blut von Wim. Oh, okay. Bin ich das? Hänsel und Gretel? Ich weiß es nicht. Blutspur nach rechts. Soll ich jetzt nach rechts gehen oder nicht? Die Leichen kommen da bestimmt runtergefallen, oder? Oha. Sind das Ratten oder was? Da neben dem Teddybär? Alter. Ausgang. Ausgang klingt gut. Aber ich komme ja immer wieder nur hier rein. Ach Gott. Durchlauf die sechste. Oh nee, diesmal hat es sich verändert. Okay. Stories are told again and again, and from their shape we build our understanding of the world. Two children are led into the woods. They are lost for a time, but then are captured by an old witch. A child goes missing in Atlantic Island Park. He wanders lost for a time before finding his way into the mouth of an old witch. In the oldest version of this story, the mother and the witch were the same person. I never wanted to be the witch. But I am. Aren't I? Nee, weil Hexen sind in der Regel gut und du bist es nicht, so wie es aussieht. Okay, oh. Moment. Ich bin ja gerade auf dem falschen Bildschirm am Klicken. So, Kinder sind heute eingebrochen. Ich habe lange kein Lachen mehr gehört. So schrecklich lange. Ich habe mir eins von ihnen geholt. Ich konnte einfach nicht anders. Es ging so schnell, dass die anderen nichts bemerkten. Ich höre ihn gerne lachen, diesen Jungen von der Akademie. Ich habe ihn auf ein Brett gelegt, habe ihn gekitzelt, bis er keine Luft mehr bekam. Meine Maschinen erwachten zum Leben und surrten im Takt seiner Schreie. Das ist entzückend. Die durch die Maschinen in mir ausgelöste Veränderung ist noch nicht abgeschlossen. Es muss noch andere Kinder geben, die ich mir holen kann. Ja... Ich schätze, ich habe ihm das wohl mal zu oft vorgelesen als oder erklärt, erzählt als Kind. Und habe dann entsprechend wahrscheinlich Ice Without Sparkle. Ach Mann, was ist denn hier immer? Klicke ich hier mal ins Falsche rein oder was? So, kann ich jetzt hier mal wieder raus? Ich bin doch im gleichen Bild jetzt drin gewesen. Also im gleichen Monitor. Ach, da hinten geht's weiter. Es ist so dunkel, man sieht ja gar nichts mehr. Buch untersuchen. Hänsel und Gretel. Hallo, passiert hier irgendwas? Ich hab's nicht mitbekommen. Ich war noch im Buch. Mach das doch, wenn ich mich umdrehe. Jetzt kommt der Hochofen. Ich werde wahrscheinlich am Ende dann hier irgendwo schmelzen. Callum. 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 Calm.
Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Das sind die gleichen Zigaretten, oder? Take a deep breath and think about the last place you saw your son. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Ja, das war The Park und ich weiß ehrlich gesagt gerade so gar nicht genau, was ich jetzt denken soll oder was ich jetzt sagen soll. Ich hab's teils nicht so ganz verstanden mit dem Park, aber ich denke mal, den Bezug auf den Park war wahrscheinlich, dass sie sich da so innerlich diese, ja, diese Story, sag ich mal, zurechtgelegt hat. Ne, es ist halt so dieses Hänsel und Gretel und sie hat ja am Ende selber gesagt, dass sie die böse Hexe eigentlich ist und ja, so gesehen hatte sie ja gar nicht so Unrecht. Die böse Hexe ist sie schon. sie hat definitiv ein Problem, also sie ist ganz offensichtlich ja, schizophren oder sonst irgendwie geistig gestört. Sie hat ihren eigenen Sohn dadurch umgebracht und ehrlich gesagt, das geht mir sogar doppelt nahe, weil ich habe eine Freundin gehabt oder besser gesagt eine Bekannte gehabt. Also wir hatten leider nicht die Zeit, uns noch näher kennenzulernen. Die ist auch schizophren gewesen und die hat damals einen 5-jährigen Sohn gehabt. Der war ja etwa im Alter von meiner Tochter. Ich glaube, der war ein bisschen älter zum Zeitpunkt, 2-3 Jahre älter. Und sie hat immer Stimmen gehört, sie hat irgendwelche Treppen, glaube ich, gesehen, die sie, glaube ich, nach oben geführt haben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also ihr Mann hat mir das damals mal erzählt, aber in einen Höllenbereich oder so, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall hat sie mal Treppen gesehen und hat dann die Wand angestarrt, wenn sie nachts wach geworden ist, hat Stimmen gehört. Und irgendwann war es dann so weit, dass sie Stimmen gehört hat, dass sie ihren Sohn umbringen soll. Und das war wohl der Punkt, wo sie dann auch, ja, im Endeffekt ihren Mann um Hilfe gebeten hat. Und sie ist dann aber leider später verstorben, weil, so wie es aussieht, durch die Tabletten ein Aneurysma, heißt das, glaube ich, durch ihren Körper gewandert ist und irgendwann dann dafür gesorgt hat, dass sie im Schlaf, ja, getötet ist falsch ausgedrückt, dass sie im Schlaf halt gestorben ist. Und ja, es war halt eine sehr, sehr schwere Zeit für die beiden. Das Problem war halt, der 5-jährige Sohn hat das Ganze mitbekommen. Er hat nicht selber den Tod von der Mutter, glaube ich, mitbekommen. Aber er hat halt mitbekommen, wie dann nachts die Einsatzkräfte da gerufen worden sind. Also Notfallwagen und so weiter. Und ja, es war halt alles nicht so einfach und irgendwie erinnert mich dieses Spiel dann ja doch sehr stark an die Situation. Klar, es ist dieser Park drumherum aufgebaut. Ich denke, dass das auch so ein bisschen metaphorisch tatsächlich ist, weil ich weiß nicht, inwiefern das jetzt noch eine Rolle spielt, was wir gelesen haben, dass der Kerl meint, also der da was geschrieben hatte, dass das auf irgendeinen üblen Boden wohl aufgebaut worden ist mit irgendwelchen negativen Schwingungen und so. Das haben wir ja relativ zu Anfang gelesen. Oder ob das jetzt auch ihrer Fantasie entsprungen ist, das wissen wir jetzt natürlich nicht. Das werden wir auch nie erfahren, es sei denn, die Entwickler würden hierzu ein Statement geben. Wie ich es mitbekommen habe oder was ich verstanden habe, dass auf jeden Fall der Freund, ich glaube nicht, dass sie verheiratet waren, dass der Freund da gearbeitet hat und ich denke, dass er wohl da dann auch gestorben ist, so wie ich es verstanden habe. Ja, und wie das Ganze dann da drin ausgeufert ist, dass sie dann so schizophren geworden ist, ich weiß es nicht, oder so geistig gestört, ich sage jetzt mal einfach schizophren dazu. Aber das war halt sehr symbolisch, wie dann dieses komische Viech da, dieses Monster, sage ich jetzt mal, ihre Hände geführt hat. Es war aber auch sehr symbolisch, dass
diesen endgültigen Stich, dass die Mutter das alleine gemacht hat. Und das finde ich sogar noch erschreckender irgendwo bei der Sache. Weil das so rüberkam, als ob sie das tatsächlich jetzt war, ohne irgendwelche Auswirkungen von außen, ohne, ja, ich weiß nicht, ob sie Stimmen gehört hat oder ob sie irgendwas dazu geleitet hat, keine Ahnung, aber den letzten Stich hat sie im Endeffekt selber gemacht und das war schon bildlich gesprochen wie das ganze Spiel oder die Hälfte des Spiels, weil am Anfang habe ich gedacht, naja, wird so ein bisschen ein Horrorspiel mit so irgendwelchen psychischen Eindrücken, aber es war dann doch sehr extrem am Ende. Obwohl am Anfang schon recht sicher war, was passierte. Ich habe noch gedacht, dass das Kind hier irgendwo im Park gestorben ist und sie jetzt irgendwie psychisch durchgeknallt ist oder so und das Kind trotzdem noch suchen will. Aber das war dann ja nicht so. Also sie hat es ja offenbar selber umgebracht und das ist schon, ja, ist schon ein heftiges Thema. Ich will da auch gar nicht mehr weiter drüber reden. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze gefunden habt, ob ihr jetzt diese Auflösung tatsächlich erwartet habt, also bevor wir in dieses Haus reingegangen sind am Ende, weil da war die Auflösung ja doch recht klar da mit der Zeit. Und ja, ansonsten sehen wir uns im nächsten Let's Play wieder. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gut gemachtes Spiel gewesen, das wollte ich noch kurz anmerken, auch wenn es natürlich psychisch einen doch sehr stark angeht. Bis zum nächsten Let's Play. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.